und herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration und bei einem neuen Snacktest. Ihr seht vielleicht schon, wir haben hier die Knoppers Sommer Edition. Passend zum Erdbeerjoghurt. Nur für kurze Zeit. Also als ich die gesehen habe, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und wir haben sie uns gekühlt, schön in den Kühlschrank getan und die wollen wir heute einfach mal testen. Ich reiße mal eins ab, eins für dich. Und zwei für mich. Die gab es bei uns früher immer im Schulkiosk. Da hatte nachher richtig Übung da drin, die auseinanderzureißen. Ich habe die da verkauft. Ach so. Okay, meins ist schon ein bisschen aufgegangen beim Abreißen. Also sieht erstmal aus, glaube ich, relativ normal. Schon. Riecht nach Joghurette. Mm. Und genau, wir halten mal. Genau, da sind sie. Ist auf jeden Fall so ein rosaner Streifen. Mhm. Was ist denn da sonst immer? So ein Nussstreifen? Das ist der Nuss, das ist der Haselnussstreifen. Genau, der Haselnuss. Ich bin Knoppers-Expert. Der Haselnussstreifen fehlt. Mhm. Ich beschreibe das mal kurz. Oben ist eine Waffel, dann ist ein rosa Streifen. Mhm. Also so wie das Innere von der Joghurette. Dann scheint da noch ein Sorry, das ist der Knusperstreifen. Genau. Dann ein weißer Streifen, also der immer Milchcreme. Bei, genau, Milchcreme und unten Schokolade. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal Waffel unten, ne? Ja. Okay, ich beiß mal ab. Ist auf jeden Fall, es ist super, dass es kalt ist. Ich mag das richtige Knoppers auch lieber kalt. Ja, schmeckt ganz anders. Aber schmeckt lecker, finde ja. ich. Also schmeckt erdbeerig, nicht ganz wie Joghurette, finde ich. Also nicht so stark nach Joghurt, sondern mehr so erdbeerknusprig. Auch dadurch, dass da so viel Knusper bei ist. Das ist ja bei der Joghurette gar nicht. Aber total gut, besonders dieses Erfrischende. Der Joghurt ist richtig erfrischend, auch dadurch, dass es richtig gut durchgekühlt ist. Ja, schmeckt mir total lecker. Aber wenn ich mir jetzt überlege, das hier oder normales, könnte ich mich gar nicht entscheiden, weil beide so unterschiedlich schmecken. Mhm. Also so stark unterschiedlich auch nicht. Es ist ungefähr schon das gleiche durch die Waffel. Mhm. Aber vom Geschmack her... Also das Kauerlebnis ist genau das gleiche. Nur das eine ist Erdbeer, das andere ist Haselnuss. Also das finde ich auf jeden Fall für den Sommer, aber ich finde auch das andere, wenn man das kühlt, ist das auch erfrischend durch die Milch. Mhm. Schmeckt lecker, finde ich. Ich glaube, wenn man das warm isst, dann ist es nicht so. So warme, diese warme Joghurt-Erdbeersache mag ich nicht so gerne. Aber kalt ist es richtig gut. Ich finde es, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwann nicht schmeckt. Nein, es schmeckt mir wirklich richtig lecker. Und das war auch eigentlich schon unser Test, ne? Ja. Wir haben ja hier heute nur eine Süßigkeit zu testen. Kurzer Snacktest. Kurzer Snacktest. Und ja, also ich würde sagen, insgesamt kann ich empfehlen. Ist jetzt ein bisschen anders vom Geschmack her als normales Knoppers, aber... Kann man gut seine Kühlbox mitnehmen, sein Freibad oder so. Ja. Ein guter Snack. Können wir empfehlen. Genau, leckerer Snack. Wir geben einen Daumen nach oben. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns auch einen Daumen nach oben. Und schaut auch unsere anderen Videos, unsere anderen Snacktests, unsere vielen Bastelvideos. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare, da freuen wir uns drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!